Hallo ihr Lieben und willkommen zu Haus bei Lara. Heute zeige ich euch meine Ausbeute vom Kreativmarkt. Ja, der ist schon etwas länger her, aber ich dachte, ich zeige euch das trotzdem mal. Die Stoffe, die habe ich sogar schon alle gewaschen und warten eigentlich nur noch darauf, dass ich mir endlich mal die Zeit nehme, die zu verarbeiten. Der Kreativmarkt, der geht durch mehrere Städte und hat einen großen Teil von Händlern, die Genähtes, Gestricktes oder auch andere Handwerksarbeiten verkaufen. Auch Keksbäcker war dabei und eben sehr viele, die Sachen nähen. Und es gab da auch einen größeren Abteil, wo man Stoffe kaufen konnte. Genau. Ich habe da auch einen... Also ein Garknäuel, sage ich mal, gekauft. Das habe ich leider schon meiner Oma zum Nähen gegeben, zum Stricken. Vielleicht kann ich euch da aber noch was einblenden, was ich vorher aufgenommen habe, weil ich das eigentlich in einem Rahmen von einem anderen Video euch mal zeigen wollte, aber das Video sonst im Gesamten zu lang geworden. Mein Vorsatz ist es ja, wirklich nur Stoffe zu kaufen, wenn ich auch weiß, was ich daraus mache. Und das hilft ungemein, diesen ganzen Verlockungen zu widerstehen. Also es gibt ja wirklich so schöne Sachen. Und es gab vor allem auch in der Ausstellung der Händler auch so einen tollen, ich weiß nicht, wie das wieder richtig bezeichnet wird, ich sage mal einfach einen bequemen Pullover, ähnlich wie diesen hier so, aber schwarz und nur gewisse Teile, so ein bisschen der Kragen, die Tasche hier so vorne, die hatte dann einen anderen Stoff. Das hat mir so gut gefallen, dachte ich, oh ja, dafür will ich auch gerne einen Stoff finden, wo ich das so, ja, einen schwarzen, dunklen Pullover ein bisschen aufpeppe. Und da habe ich diesen Stoff entdeckt. Ich hatte mir davon nur einen halben Meter geben lassen, weil er ja wirklich nur so für, ich sag mal, Applikationen ist, vielleicht so ein bisschen eine Schulterpartie oder eben den Kragen und so ein Streifen. Das war, ich zeige euch mal jetzt von der Hose, von dem Pullover, das ist eben auch so ein ganz bequemer. Und da war der ganz schwarz und nur hier dieser eine Streifen war bunt. Ja, das ist wirklich so einen schönen Motivstoff wurde da gewählt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also diese Pullovers, die haben über 80 Euro oder so gekostet. Da dachte ich, ach, das musst du dir selber. Ja, und das ist von der anderen Seite irre flauschig. Und das ist so ein Sweat Web Art. Ja, also kein dünnes Jersey, sondern schon ein bisschen dickerer Stoff. Und davon will ich mir den Pullover nähen. Und bei dem selben Händler, der hatte mal ausnahmsweise auch wirklich so unifarbenen Jersey-Stoff, sonst hatten die Händler meistens nur die besonderen Motive mitgebracht und so einfarbige Sachen, ja, wie schwarz und so und andere einfache Standardfarben in den Läden gelassen. Ja, müssen ja auch wegen dem Platz gucken. Und die hatten das sogar, ich weiß, glaube ich, nur 10,99 € oder so. Und das ist fürs Sweat wirklich günstig. Und da habe ich mir gleich 2 Meter geholt. Denn das wird bestimmt nicht der einzige Pullover. Schwarz ist ja wirklich so eine Farbe. Da kann man das immer gut kombinieren mit allem Möglichen. Genau, also wird es ein schwarzer Pullover mit diesem, ja, fast weißen Motivstoff. Und weil dann auch noch hier diese gelben Bäume und das Geweih noch so fast wie Gold aussehen, Suche, habe ich auch das passende Bündchen und zwar hier so mit goldenem Glitzer. Genau. Das wird dann vor allem für die Ärmel, vielleicht auch unten die Bauchbündchen sein. Da werde ich noch das genaue Schnittmuster mir noch ausdenken. Ja. Bei einem anderen stand ich vor diesem Stoff. Ja. Das ist so Pusteblumenmotiv zu einem Weinrot, so ein Bordeauxrot, und auf der anderen Seite ist das auch ganz flauschig in so einem schönen Grau. Und ich stand davor und dachte, oh, ein Schal, aber irgendwie ist das doch sehr eng beieinander, das Motiv wird vielleicht doch ein bisschen überladen, wie mache ich es? Und daneben war natürlich der passende unifarbene Stoff und habe ich mich entschieden, okay, ich mache daraus mir so ein großzügiges Dreiecktuch aus
zwei Stoffe zugeschnitten. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich jetzt diesen Stoff zuschneide, um möglichst wirklich alles zu verbrauchen und den aber von dem Dreiecktuch, ne? So, und dann eben die lange Kante und dass diese kurzen Kanten annähernd 1,5 Meter werden und die lange Kante fast 2 Meter. So ist es ja, wenn man diese Schnittanleitung für das normale Dreiecktuch, das ist eben wirklich so 1,50 Meter mal 1,50 Meter soll man den Stoff nehmen und dann halbieren. Und dann hast du aber einen zweiten Schal eigentlich sozusagen. Hm. Ich muss gestehen, als ich den Stoff gekauft habe, wusste ich noch nicht genau, wie viel man für diesen Schal braucht. Ich habe den eben, wie gesagt, bei dieser Ausstellungsreihe von den Händlern habe ich solche Schals gesehen und fand die ganz nett und wollte wieder sowas selber nähen. Da dachte ich mir, okay gut, 2 mal 1/2 Meter wird schon reichen. Es ist ja bloß ein Dreiecktuch. Ja, und es wird reichen, aber ich habe so einiges hin und her gefriemelt. Ich blende euch dann mal mein Skizzenbuch ein, was ich mir da für Überlegungen gemacht habe, damit es ein schöner Schal wird. Genau. Bei dem Dreieckstuch habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, wo eben der Stoff mit den Pusteblumen sein soll und wo eben der unifarbene Stoff und vielleicht auch ein Streifen, der die Rückseite zeigt, obwohl das sozusagen die Vorderseite des Dreiecktuchs ist. Und ich habe mich jetzt für dieses Modell entschieden, was nicht so symmetrisch ist. Ich fand jetzt dieses Symmetrische irgendwie nicht so ansprechend, was natürlich durch die ganzen Falten sowieso eine ganz eigene Dynamik bekommen wird. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn der eine Zipfel die Pusteblumen hat, der andere Zipfel eben nicht und diese dann wieder schon. Und dieser breite Streifen, der, weiß ich jetzt gar nicht, sollte der unifarben sein oder die Flauscheseite? Na gut, das kann ich ja selber entscheiden. Auf jeden Fall ist damit der Pusteblumenstoff aufgebraucht. Es kann nur der andere Stoff sein und dann kann ich es mir drehen, wie ich es möchte. Und dann habe ich noch, oder jetzt muss ich glaube ich aufstehen, diesen Stoff gefunden. Ja, das ist jetzt hier wirklich, ich glaube sowas nennt man Panelstoff, ja, also das ist so ein Motiv, das auf die ganze Stofflänge geht und ganz unten kommt eben das Motiv mit den Vögeln und dann mit den Bären. Da gab es noch mit Einhörnern, Pferden, Elchen und jeweils in anderen Farben. Und ich fand dieses Grün-Türkis dann schon recht schön und die Bären, ja, auch irgendwie zeitlos. Einhörner fand ich dann doch ein bisschen zu kitschig, obwohl das Lila auch schön war. Ja, also ich finde auch diesen Übergang von Schwarz zu diesem Dunkelgrün und immer heller, ist so schön. Da ist immer so die Sache, wie viel Stoff braucht man jetzt davon? Ich hatte in einem anderen Nähbuch, da wird empfohlen, 1,30 Meter zu kaufen. Damit wird aber aus dem ganzen Stoff alles gemacht, auch die Ärmel und alles. Und da habe ich auch angefangen, in meinem Skizzenbuch, nachdem ich den Stoff gekauft habe, die 1,30 Meter, nochmal genauer zu planen und zu fantasieren, wie es denn aussehen soll. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Ärmel werden schwarz. Es wird davon also was übrig bleiben. Vielleicht kriegt meine Tochter dann auch ein Pullover aus diesem Stoff. Das wird dann irgendwie süß, wenn wir dann im Partnerlook gehen können. Genau. Ich habe nämlich dann auch dieses passende Bündchen gekauft. Nachdem ich eben diesen Stoff gekauft habe, bin ich dann nochmal losgegangen. Mal schauen, ob ich das euch gut zeigen kann. Und in den verschiedenen Grüntönen ist das fast eins von diesen. Und deswegen passen dann die schwarzen Ärmel, wenn ich dann dieses türkise Bündchen habe. Sonst hätte ich eigentlich schwarzes Bündchen kaufen müssen, wenn ich die Ärmel so mache. Aber ich weiß nicht. Ich finde das solche Ärmel dann auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Es reicht, wenn der Torso da so, ich sag mal, bunt ist. Und dann können die Ärmel ruhig schwarz werden. Ja, und an einem der Stoffläden gab es auch ein Glücksrad, das ich auch drehen durfte. Und da habe ich diese Zeitschrift gewonnen. Die ist schon von 2008, also wahrscheinlich so ein älterer Lagerbestand, den sie loswerden wollten.
Ich kenne diese Zeitschrift selber nicht und finde, also ich hätte die jetzt auch so nicht gekauft. Die hat ein, hier sind so mal Stoffmuster, nochmal Werbung. Die hat ein sehr großes Format, das ist also größer wie A4. Und auf jeder Seite sind eben, naja, die Kinder in so verschiedenen herbstlichen Motiven. Aber die Vielfalt trügt, die Anzahl der Schnittmuster, die kommt hier immer wieder vor mit anderen Stoffen. Man ist dann zum Teil ein bisschen irritiert, ist das jetzt was Neues oder was das Gleiche. Hier an der Seite sieht man dann, welche Stoffmuster hier vorgestellt werden. Und in dem zweiten Heft zeigen die dann, wie es genäht wird. Ja, und es gibt diese Bögen, die nur aus zwei Farben bestehen. Ich habe schon mal versucht, da mir ein Schnittmuster anzuschauen. Es ist ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu behalten. Ja, und die Schnittanleitung ist eher so, ich sag mal, für die, die ein bisschen Ahnung vom Nähen haben, eben keine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber okay, ich habe mir da auch schon ein Schnittmuster angeschaut, so einen Rock, der mir dann ganz gut gefällt. Aber der hat so viele Teile, ich weiß nicht, ich komme ein bisschen durcheinander. Aber hey, geschenkt, ist okay. Und auch als Inspiration auch eine schöne Sache. Genau. Was ich noch fast vergessen hätte, euch zu zeigen, ich habe dann auch noch so ein Clip gekauft, den gab es für 1 Euro in rosa und dazu diesen Verstellteil. Da habe ich für Johanna am Rucksack noch so ein Schließdings gebastelt aus einem alten Schließer. Der ist ein bisschen kaputt und den muss ich noch austauschen. Also das hat auch eben eine ganz konkrete Anwendung. Ich muss mir nur endlich mal die Zeit nehmen, das zu machen. Aber jetzt sind meine Kinder in der Kita, jetzt kann ich mir die Zeit einfach mal nehmen, wenn ich nicht gerade die Videos mache, hoffe ich, dass ich dann meine Nähprojekte schaffe. Ja, wenn ihr das gerne sehen wollt, wie ich nähe, denn ich glaube, ich werde mal wieder so einen Nähvlog machen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich es hochlade. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Ciao! Thank you.